Ihr könnt ja, du kannst ja mit Blub und Dani in Neta gehen. Dann machen wir das jetzt. Du sollst mitkommen. Jetzt? Das ist dann doof. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal dorthin, machen das mit den Zweien. Wir können halt die Tage weiter erkunden, wenn du willst. Okay, wo ist ein Blub? Ich habe keine Ahnung. Also, Neta. Tour. Oh, ich bin nicht ready für Neta. Gar nicht. Wollen wir uns dann noch mal kurz zu mir teleportieren, das Zeug ablegen? Ja. Okay. Wo sind denn da... Wie sind denn deine Koordinaten nochmal? Ja, warte, ich habe mich auch ausgelockt gehabt. Ich muss hier erstmal... -2255. Hm? 160. 160, genau. Und dann -33509, glaube ich. Wie? Die hast du echt schon gemerkt? What the fuck? Es passiert nichts. What? Ich habe mich auch gerade teleportiert. Wir haben uns beide teleportiert gleich. Oh Gott. Aber hallo. Oh Gott. Oh Gott, Gott. Oh, hallo. Ich habe schon gedacht, das war's jetzt. Alter, ich hab übelst Lags. Ja, weil wir teleportiert haben. Ja, ich hab hier das. Ich teile jetzt gleich so auf, also... Achso, dann teile ich das auch gleich so auf, warte. Also ich hatte 38... 19 Eisen sind von mir. Ich hab jetzt da nichts reingetan. Ich hab jetzt da noch kein Eisen reingetan. Das ist jetzt dein Kupfer. Das ist dann nein, dann ist das hier dein Eisen. Ich nehme mal an, du legst nicht so viel Wert auf verrottetes Fleisch, ne? Geht. Muss man jetzt nicht haben. Ich habe auch zwei davon abgesehen. So, ist das hier noch deine? Das ist deine. Das ist deine. Und du kriegst ein Auge, ein Spinnauge. Oh, toll. Ja, freut mich gleich, ne? Einmal Wasser mitnehmen? Ach, es geht nicht im Neta, ne? Wasser? Nee. Stimmt, da war ja was. Scheiße. Aber Blub muss mir seine Koordinaten noch verraten. Ich hoffe, wir spawnen nicht in so einem scheiß Basalt-Ding. Ich geh mal in Krea. So, sicher ist sicher. Für den Teleport. Dani, was ist überhaupt nicht gruselig. Dani, was ist denn hier los? Du hängst so ein bisschen über dir. Was könnt ihr euch doch zu meinem Namen porten? Ja, das ist ein Problem. Wir wissen nicht mehr, wie der Befehl ging, genau. Oh, ich müsste nach dem Befehl gucken. Spontaner Neta-Aufenthalt heute, oh Gott. Okay. Wenn wir uns jetzt alle gleichzeitig dahin teleportieren, ne? Das Server kriegt die Krise. Das wird witzig jetzt. 08. Ich hab Angst. Bist du schon teleportiert? Ich auch. Ich hänge im Limbo. Ich bin unter Wasser. Oh ne, ich bin... okay. Oh. Meister, wir grüßen Sie. Oh, ich habe keinen Goldhelm. Ich auch nicht. Neta. Das ist belastend, egal. Wieso? Weil sonst diese eine Schweineart dich angreift. Ich finde mal was Goldenes. Hi! Der hat auch was Goldenes. Dani ist auch schon vor. Die alle was Goldenes haben, Alter. Ja, komm. Blub hat auch schon eine Katze, Schweinerei. Wow. Jetzt kann ich der Katze einen Namen geben. Danke. Cool. Ich hab nichts Goldenes, ist schon okay. Das sieht komisch aus, Alter. Ein goldenes Teil, Alter. Wo ist denn dein Neta-Portal? So, hier, hier baust du also. Aha, aha. Eisbärenversklavung. Mhm, interessant.
Den hatte ich über. Ich dachte, Rupert hat nichts bei. Ach ja, stimmt. Skin Reveal müsste jetzt noch kommen hier. Komm mal raus. Ach du Scheiße, ich bin raus. Hat er nicht schon. Und tschüss. Achso, lol, ja. Hat sich gemutet im Chat? Absicht? Was denn? Bin ich gemutet? Bei mir ist dein Mikro aus. Jetzt wieder? Geht's wieder? Ja, ich höre dich wieder. Irgendwie war das bei Teamspeak direkt gemutet, aber ich war gar nicht bei Teamspeak drin. Hatte ich schon einen Namen? Die hat keinen Namen. Okay, ich wollte mal so gucken, ob die einen Namen hat. So. Blub. Let's show. Wo ist dein? Nee, doch, doch. Ich merke mir übrigens für die News, ne? Die Eisbären eingefärbt im kleinen Gehege. Gott, die Löcher im Eis, Alter. Nee, Alter, ich will der Brain heute. Okay. Also ein bisschen Holz wäre geil, so ein bisschen farbiges Holz. Hey, wo hast du denn Anita rumschreiben gebaut? Ich ahne es. Ach, hier. Ja, dann, wollen wir, wa? Okay. Bevor wir hier sterben. Ich würde sagen, es ist Blubs Portal, Blub geht zuerst. Have fun. Wir sind hinter dir. Wir kommen danach. Sag uns, wie es auf der anderen Seite ist, okay. Ach. Ich soll mal ein Screenshot machen. Kann sein, dass das letzte Bild ist, was wir von uns in der Kurse haben. Okay, los geht's. Wir sind hinter dir. Geh los. Nein, Blub, komm, du musst vorgehen. Das ist ein Portal. Los, die Quietsche-Ente geht zuerst. Hör auf, hab ich ein Bild im Kopf. Blub versteckt sich in der Ecke. Alter. So, ich hab's hier rein. Vor die zwei sich bewegen. Hat jemand ein Feuerzeug? Weil wir das Portal wieder anzünden müssen? Nein. Okay. Oh, Glowstones, oh. Ich sehe ein Skelette. Okay, Dani ist vorbereitet. Unter uns direkt ein Skelette. Oh Gott. Da unten sind die Pigments, diese anderen, die wegen Gold. Ah ja. Okay. Da unten sind diese anderen, diese Lavasteine. Die bräuchte man für Aufzüge, ne? Ich bin überfordert, ich habe Angst, weil ich nichts Goldenes habe. Jetzt bin ich paras. Ich gehe mal nach oben. Was passiert denn, wenn ich eins von diesen Schweinchen dann angreife, wenn das mich angreift? Ist dann Party? Ja, ich glaube schon. Scheiße. Da oben ist nämlich eins, ich sehe es. Oh, hier oben sind. Hey, sind die blauen Flammen. Seelensand. Das hat doch die blauen Flammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, ja, ich bin doch ein Krea, warte mal. Aber da braucht man, glaube ich, dieses Seelenerde und nicht dieses Seelensandzeug. Da gibt es nämlich zwei. Oh, bin ich noch im Creative? Ja, nee, ne? Ich hab gerade zurückgegangen. Das ist übrigens Seelenerde. Das ist genau das, was wir brauchen dafür. Wo bist du? Einfach hoch. Den Berg hoch. Die sind alle hier. Wir sind gerade alle am Fahren. Okay. Alle wollen Seelenerde für blaues Feuer. Alter, Lups, nee, da wird direkt geplündert. Marco, hi. Und bitte. Ich wünsche dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Den Lamas geht es super. Alter, wir sind wie die Engländer, die nach Amerika kommen und erstmal das ganze Land ausplündern. Und danach löschen wir uns aus und schaffen es neu. Ja, genau. So muss erstmal reichen. Hinter dir ist einer. Oh, Schumleit. Da ist so ein Schwein. Bei Dani ist so ein Schwein.
So ein großes. Und da ist auch so ein Typ mit einer Armbrust. Da sollte ich nicht hingehen, glaube ich. Dani, setz auf dein Abenteuer und da hinten irgendwie was Goldenes zum Anziehen finden extra. Sag bitte Bescheid. Da habe ich halt gar nicht mehr gedacht, dass es sowas gibt. Ich denke an sowas nicht. So. Okay. Ich will jetzt gerne die Bäume. Boah, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Der würde mich angreifen jetzt. Ja, der greift mich an. Shit. Hab das ist ungeil. Ja, ich kann mich nicht wehren gegen den, oder? Ja, doch, draufschlagen. Ja, dann greifen doch alle an, oder? Nein, ich greife sowieso alle an, wenn du den Helm hast, glaube ich. Okay, hab ihn getötet. One hit. Kommen jetzt alle Schweine? Nee, okay. Ich hab Angst, dass alle Schweine dann kommen. Ciao. Karmesin. Oh, so droht das Ganze. Ich habe keine Axt mit. Doch, ich habe eine Axt. Ich bin so dumm. Nein. Es war nicht das Schwein. Die gehen mehr auf Tani. Danke. Oh. Nee, die gehen nicht auf mich. Hinter mir war einer, die gehen nicht auf mich. Nee, ich meine, wenn du die anderen Schweine triggerst, dann gehen die auf dich. Die anderen will ich nicht triggern. Ich habe mich verteidigt, ja. Ich wurde zuerst angegriffen. Oh, ich habe was gefunden. Hm? Erbe Nuggets gegeben. Warte mal, wie kriege ich... Moment. Goldnuggets, Moment. Danke, Dani, danke, 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 danke. Lebensretter. Scheiße, wie mache ich denn daraus jetzt? Das sind bloß zwei Barren. Ich muss da aus Barren, muss ich mir noch Rüstung machen, oder? Scheiße, das reicht für nichts. Ich muss noch ein paar Goldnuggets farmen. Ne, hatte ich nicht. Ja, ist gut. Ich guck mal, ob ich noch mehr finde. Hier ist ein richtig großer Baum. Wie? Diese Lichter, die in den Bäumen drin sind, die gefallen mir aber auch. Was ist denn das? Das sind keine Glowstones. Pilzlicht. Oh, die sind hübsch. Was wächst denn hier? Das ist Lava, ne? Oh, da ist wieder einer. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Nein, also Achtung, da nicht, Vorsicht. Das geht jetzt nicht. Warte, Alter. Oh, Dani, danke. Okay, dankeschön. Oh, Blut wird angegriffen. Anni, hörst du mich noch? Okay, anscheinend nicht mehr. Also ich kann dich nicht mehr hören. Oh, ein bisschen Holz habe ich auch. Rotes Holz ist halt echt nice. Oh, das war ein Spiegelbild. Wow. Ja, ist tot. Ja, Anni? Willst du mich noch hören? Oh, lol. Dankeschön. Moment. Dankeschön. Danke, danke, danke. Hm.
Jetzt kann ich mich frei bewegen. Jetzt höre ich dich wieder. Alter. Ja, ich hatte mich wieder gemutet. Oh mein Gott. Weiß jemand, wie man diese Bäume hier züchtet? Ich weiß nicht, ob man die bei uns züchten kann, ob die nur hier im Nether gehen. Ich habe mir schon... Die Baumstämme habe ich hier schon abgebaut. Das ist nur noch das Geflecht außenrum. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ob das überhaupt geht bei uns oben? Weiß ich nicht. Ich dachte... Oh, Alter. Ich dachte, man kann die auf Netherrack einfach züchten wieder. Das wäre natürlich cool. Das ist die Frage, wie sind wir? Also ich glaube, das ging mit den Pilzen, aber ich weiß nicht mehr, was man da als Bedingung braucht, sag ich mal. Dani, der Meister des Wissens. Wie geht das? Der weiß es doch. Ich glaube, man braucht diese komischen... Oh, Alter! Was? Alter. Keine Ahnung. Oh, Dani weiß es nicht. Alter. Dieses dumme Schwein, ich geh jetzt nach Hause. Dani wird gerade zerlegt vom Wildschwein. Kann man helfen? Oh, okay. Die Meute ist aufgeregt. Alter, ja, chillt. Hier ist ein echt großer Baum. Den hätte ich gerne. Wieso greifen die Schweine eigentlich einfach an? Die Wildschweine, weil sie aggro sind. Ah, schick. Ich mag die Pilzlichter. Die haben. Was ist los? Blub. War was? Habe ich denn da jetzt abgemacht? Ich habe so diese Trauerranken habe ich gekriegt. Ui. Ich möchte die Lichter haben. Die Geräusche der Schweine triggern einen schon ein bisschen. Ich habe nicht Angst, dass irgendwas von der Seite angreift. Ja. Gleich mal ins Wiki gucken. Von Schwein? Ja, vielleicht weil das Wildschwein, also das, weiß nicht, das große Trigger so, keine Ahnung. Vielleicht hast du sie ja erzürnt mit deinem Netherportal. Jetzt ist es tot. Was jetzt den Pilz? Ja, die hauen da ab bei den Pilzen. Ach, bei denen da? Was sind denn das für Pilze? Ich hab noch gar nicht gesehen. Die lilanen Bäume bräuchten wir noch. Da war auch lilane, ne? Okay, Lava ist ungeil. Hier sind Netherpilze. Ich sehe aber das andere Waldbiom auch nicht. So ein Knochenskelett. Sind diese schwarzen Bogenschutzteile nicht eigentlich nur bei Festungen?
Hm. Da hinten ist aber nichts weiter. Oder? Was brauchen wir denn für so ein Rezept für solche. Jetzt kann ich die blauen Laternen machen. Nur ein Seelensand brauchen wir dann so für das blaue Zeugs. Okay, das ist ja geil. Ich muss auch was mitnehmen. Bin ich Goldabbauer? Ja. Was mit? Jetzt habe ich jetzt. Ach, jetzt habe ich wieder meine Schaufel nicht mitgenommen. Sind die Pilzlichter eigentlich schwächer als die Glowstones? Die Glowstone-Lichter? Oder ist dasselbe Leuchtkraft? Oh oh, ich habe ein Gas gehört. Ich höre den Gast. Ich sehe den Gast. Ich gehe mal zurück. Oh, es schneit. Dahin. Okay, es lägt. Ich muss in Ruhe sortieren alles. Oh, schön. Oh, scheiße. Nein, stopp. Ich war noch im Dings. Okay, Achso, gut, das ist dasselbe jetzt. Dann tue ich das hier mal ins Feuer. Ach, Leali, das ist wieder gemutet. Ja. Aus Versehen, oder was machst du da? Naja, wenn ich nicht rede oder so, dann mache ich es halt aus, aber manchmal vergesse ich das einfach. Achso. Oh Gott. Ist im Chat schon wieder was männlich? Achso, wegen dem. Oh Gott. Schwierig würde mir eher einfallen. Schade, dass wir jetzt das andere nicht gefunden haben. Diese blauen Bäume gibt es noch, ne? In Nether? Ja, so grüne, grün-blaue, ja. Ich nähte aber drei Baue, da wird's noch. Also dein Stuff hast du mitgenommen. Ja. Okay. Ich heb den goldenen Apfel sowieso auf, wenn wir dann noch eine Truhe machen und dann finden wir noch einen, kannst du unternehmen. Du.
Das ist immer das Schöne nach so einer Wandertour, nach so einer Kahntour, also das ganze Eisen einschmelzen, erstmal so. Das ist immer so gut. Ich habe erstmal alles in die Kiste geschmissen, kreuz und quer. Diese Azaleen, blühende Azaleenbüsche, was ist da der Unterschied? Hier ist noch so eine Azalee und eine blühende Azalee. Wo kann ich, also wie kann ich die hinsetzen? Einfach draußen hin und, oder? Wie funktioniert das? Du bist bei TS wieder gemutet. Wieso mutet mich denn TS immer extra? Ich mute mich doch nur am Headset. Oh. Jedenfalls kann man die Azaleenbüsche setzen auf Erde mit Knochenmehl drauf und dann wächst ein Baum draus. Ach so, ein. Ah, okay. Das sind quasi die Setzlinge der Azaleen. Genau. Ah, okay. Und was ist der Unterschied zwischen einer blühenden Azalee und einer normalen? Ist da noch ein Unterschied? Nö. Also effektiv nichts, nur das Aussehen. Aber dass es ein bisschen optisch eine Veränderung hat. Ja. Kann man die in Blumentöpfe? Also die wachsen jetzt so, aber nicht mit der Zeit oder trotz. Oder wachsen die normal? Nee, nur Knochenmehl. Okay. Die blühende können wir schon richtig schön irgendwo hinsetzen, so. Ich muss mal kurz gucken, habe ich noch mal eine Erde mit drin? So, aber ich werde mich jetzt verabschieden. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir gehen demnächst nochmal eine Tour. Das war lustig. Ja, dann können wir so eine, so eine grüne Höhle. Genau. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ja, ich wünsche auch. Pass auf dich auf. Tschüss. So, wo setze ich das hin? So hier so vielleicht? Was war denn so drauf hier? So. Finde ich schon ganz schick eigentlich. Er könnte halt tiefer sitzen. Kann man das in den Topf setzen? Oh, warte mal. Passen die in den Topf? Moment. Ja, dann ist es jetzt was anderes. In den Topf passen. Dann wirkt es aber nicht mehr so groß, oder? Ach, guck mal, dann haben die auch keine Dings mehr dran. Nein, jetzt habe ich die Blüten weggemacht. Nein, jetzt habe ich die Blüten. Nein, nein. Ach, scheiße. Ach, hätte ich das gewusst. Sehr geil, Leute. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht, Leani. Das war echt lustig. Ah, okay, so ein kleiner. Ja, okay. Nee, da ist der. Ach, ich bin so doof. Alter. Kann man diese Set... Also, wenn man einen Azaleenbaum hat und man macht den natürlich wieder weg, droppen dann solche Setzlinge? Höhlenerkundung schwer verwundet. Ja, es werden, also die nächsten News, die werden wieder, das werden Schlagzeilen, sage ich euch. Mache ich das mal weg hier, warte mal. Geht das hier trotzdem? Ja. Ich habe die News verpasst. Werden generiert, wenn man Moos. Also einfach so ein Moosblock irgendwo hin hier, so ein Block. Und dann einmal Knochenmehl drauf. Teste ich. Also einfach jetzt so bam. Und jetzt da drauf. Oh, wie geil. Okay, I like it.
Oh, ich mag das. Dann verwandelt sich das zu Moosblüten. Oh, das gefällt mir. So, jetzt habe ich... Ah, okay, das wandelt sich die Erde um. Ah, okay. Dann muss ich gleich mal Erde wieder hinklatschen. Ich brauche ein Lager, ne? Ich muss, glaube ich, als nächstes erstmal im Lager arbeiten. Ich muss mir eine Scheune oder so machen. Oder ich erweitere das Haus. Wir machen hier einen Gang darüber, so eine kleine Brücke. Und da machen wir dann noch ein Haus und da ist dann das Lager drin. Kennt jemand meine Koordinaten? Nö. Nope. Im Discord. Stehen sie doch. Stein wird zu Moos. Ah, okay. Auch geil. Warte mal, da würde ich hier vielleicht. Deine Blume hin? Ich habe so blaue Blumen. Warte mal, wo habe ich die blauen Blumen getan? Also unter diesen Umständen mag ich übrigens Regen, ne? Wenn man so irgendwie so chillig was macht. Oh, scheiße. Mega lag. Wenn man so chillig drin was machen kann, so ein bisschen und dann draußen regnet sie. Dann mag ich den Minecraft-Regen, ansonsten nicht. Ich glaube, ich muss einfach. Das ist, oh, Alter, hab ich geschrocken. Alter, kannst du bitte anklopfen, du kleiner Spaten? Alter. Oh Gott. Was willst du? Oh, Junge, du kleiner Wichser. Oh, ich hab grad so viele böse Sprüche im Kopf. Du kannst hier drinnen bleiben, bis es aufhört zu regnen. Aber wenn du klaust was, dann klatsche ich dich um. Alter, mach doch nicht so eine Scheiße. Scheißdreck. What the fuck? Nina, oben ist für Gäste, du kannst oben hin. Oh, Alter, ich zitter. Ich hab mich erschrocken. Oh, Entschuldigung. Ja, Pen. Du bleibst draußen, Kollege, wie du kommst hier rein. Scheiße, sorry. Kann ich, Pen? Ich hab ein Monster im Haus.